Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge meiner Total War Rome 2 Nations Grinds. Diesmal mit der wohlbekannten, overpowerten Fraktion namens Thyles. Ja, was kann ich euch von dieser Nation erzählen, was nicht eigentlich schon mittlerweile bei den normalen Multiplayer-Leuten, also die viel rumhängen, dort schon bekannt ist. Wir haben ja eine Nation, die sehr infanteriestark ist, besonders im Schwertkampf sehr überlegen. Allerdings leichtes Defizit an Schwerträgern hat, was aber die Infanterie wieder locker rausholt. Kavallerie haben wir auch ein kleines Defizit und fernkampftechnisch. Die größte Schwäche von den Thyles, also von der Nation Thyles, sind Streitwagen und Elefanten, weil sie nur bedingt darauf kontern können. Ansonsten, die größten Stärken sind langanhaltende Nahkämpfe. Dazu mal so das Wesentliche. Okay, fangen wir damit an. Wir haben zwei Generäle zur Auswahl. Einmal die keltischen Adelsreiter und die Eidgeschworenen. Beides sehr solide Einheiten, die keltischen Adelsreiter sind eher die flexible Variante, gut gegen Schockkavallerie und auch sehr gut im Nahkampf im Übrigen. Hingegen die Eidgeschworenen sind dann eher die Elite im Nahkampf quasi, in der Infanterie und spiegeln das halt wieder. So, sind aber dafür ein bisschen unflexibler, können aber die Linie dafür noch effektiver stärken, als sonst ohnehin schon stark ist. Aber okay, genau aus diesem Grund werden wir unseren General auch als Eidgeschworenen wählen. Gut, keltische Krieger. Sehr solider Support-Einheit, keine Linieninfanterie, kann an den Flanken operieren oder auch als Reserve eingesetzt werden. Kostet nur wenig, hat gute Stats. Der Waffenschaden von 40 und der Nahkampfangriff von 27 sind Werte, die sind so gut, dass man die einsetzen kann, um gegen Linieninfanterie zu kämpfen. Also sind gut genug. Die Nahkampfabwehr toppt das Ganze sowieso nochmal mit 50. Wenn diese Einheit die Schildwehrfunktion hätte, dann würde sie in der Lage sein, eine komplette Linie zu bilden. Das wäre ein bisschen zu stark für den Preis, aber diese Einheit kann zum Beispiel Leinenpanzer-Schwertkämpfer das Leben schwer machen. Die thrakischen Krieger, die hatten wir schon in unserer letzten Folge gehabt, die Drüsen, sind sehr anfällig für Fernkampf, auch anfällig für langanhaltende Nahkämpfe, sind unter den Falksträgern die aber ein bisschen länger durchhalten können und dienen eigentlich mehr als Support im Rücken des Feindes. Also man möchte mit denen wenig frontal kämpfen, man möchte mit denen im Rücken kämpfen. Sind aber auch gut, um Speerträger aufzureiben, denn das ist einer ihrer Stärken, darunter verstehen sie sich gut. Also an den Flanken operieren die, kann man den thrakischen Kriegern besonders gut operieren. Kommen wir zu den gallothrakischen Infanterie. Eine sehr interessante Einheit, würde ich eigentlich mal so sagen, ja. Sehr interessant insofern, weil diese Einheit echt Wumms hat, ja. Diese Einheit ist für ihren Preis super solide. Vergleicht sie mal mit Scutarii, mit etwas weniger Nahkampfabwehr und ich glaube etwas weniger Nahkampfangriff sogar, aber dafür die Schildwehrfunktion. Das heißt also, diese Einheit ist dann quasi wie eine kleine Linieninfanterie, kann man sagen. Sie ist in etwa ähnlich stark, nicht genau gleich stark, aber ähnlich stark und ist deswegen eine super Alternative für Stammeskrieger oder sowas ähnliches. Man kann sie als günstige Linieninfanterie quasi benutzen und kann dann mehr auf Elite-Einheiten setzen, wenn man mehr Elite-Einheiten dabei haben möchte. Sehr solide Einheit, kann ich euch dahingehend also auch nur empfehlen, wenn aber nicht noch eine andere Einheit da wäre von Thyles, und zwar die sogenannten Stammeskrieger. Das Nonplusultra momentan im Online-Battle-Feld quasi überhaupt. Also es gibt da kaum eine bessere Einheit. Die Schwertgefolge gehören noch gut dazu und die galatischen Legionäre vom Preis-Leistungstechnischen her. Aber nur mal so als Vergleich. Die Stammeskrieger können Veteranen-Legionäre fertig machen. Wie sind wir hier? 850 kosten die. Gegen Evocatis verlieren sie dann schon. Heißt also, man müsste sie preislich irgendwo hier zwischen ansetzen. Sie kosten aber sage und schreibe 100 Dinare weniger. Sie haben mal sogar noch weniger gekostet. Also, diese Einheit ist echt overpowered, kann man sagen. Die ist wirklich ziemlich stark. Die ist krass stark. Und ihre Stärke liegt im langanhaltenden Nahkampf. Also, wenn ich mit dieser Einheit kämpfen möchte, charge ich rein, nutze den Charge aus, also lasse die ersten 30 Sekunden die normal kämpfen, gehe dann in die Schildwallformation und hoffe, dass die feindliche Einheit später so hart erschöpft ist, dass ich einfach das Ding gewinne. Denn wir haben hier eine Nahkampfabwehr von 70. Das ist enorm. Nicht mal Eidgeschworene können das, ja. Also, das ist schon echt krass. Mehr als Eidgeschworene. Sowas hat normalerweise nur Speerträgerinfanterie. Also, nur Speerinfanterie kriegt sowas hin mit einer Nahkampfabwehr von 70. Deswegen ist diese Einheit grundsolide dafür da. Dann haben wir noch eine Rüstung von 95. Haben dafür aber einen schlechten Nahkampfangriff. Das ist dann der Ausgleich dafür. Deswegen ist im langanhaltenden Nahkampf, umso länger er dauert, umso besser wird diese Einheit quasi. Deswegen muss man mit der versuchen, den Kampf in die Länge zu ziehen und mit der Linie zu gewinnen. Wir nehmen deswegen auch schon mal gleich 4 Stück mit, weil es eine sehr solide Einheit ist. Kommen wir zu den Eidgeschworenen. Eigentlich kann man sagen, so die beste Elite-Einheit zur Zeit im Spiel. Das macht halt auch Thyles so extrem stark, dass sie gleich 2 extrem starke Einheiten haben, dann auch ihre Support-Einheiten noch extrem gut sind in der Nahkampfinfanterie.
Deswegen sind die gerade sowieso auf dem Vormarsch, kann man sagen. Aber Eidgeschworene sind schon ziemlich, ziemlich heavy. Und davon drei Stück mitnehmen ist auch schon ziemlich hart. Deswegen nehmen auch schon drei Stück mit. Wir sind halt, drei nur, sind sehr nahkampfstark. Besonders Nahkampfabwehr und Nahkampfangriff sind die Stärken dieser Einheit. Rüstung jetzt weniger was Markantes. Alle Leader-Einheiten in dem Preisbereich haben eigentlich eine ähnliche Rüstung oder mehr. Und Moral ist auch noch so eine Sache. Die Kopfgeldjagd ist dafür sehr effektiv. Und wenn man das Ganze mit einem General als Strategen kombinieren, der dann noch die Fähigkeit hat, neuer Aufschwung, dann wäre diese Einheit richtig, richtig böse. Denn... Und Kampfrhythmus übrigens. Jetzt stellt euch mal vor, ihr nehmt eine altgeschworene Einheit. Wenn ihr Kopfgeldjagd aktiviert, müsste die, glaube ich, einen Nahkampfangriff haben von 71. Aktiviert ihr dann dazu noch zeitgleich Kampfrhythmus als Fähigkeit auf eine Einheit, dann hat die, glaube ich, um die 85 im Nahkampfangriff, was richtig böse ist. Gut, jetzt sind die beiden Fähigkeiten deaktiviert, sind erschöpft und jetzt erschöpft auch die Einheit gleich mit. Dann wartet ihr kurz, bis die Erschöpfungsphase rum ist, wo die Einheit stark erschöpft und dann aktiviert ihr neue Aufschwung und die Einheit ist wieder fit. Und das heißt, diese Einheit verliert nicht mehr an Stärke, denn eine Einheit, die komplett erschöpft ist, hat ungefähr noch 50% ihrer Stärke. Also 50% des Nahkampfangriffs quasi. Das ist extrem bitter. Deswegen kann es extrem böse werden mit Eidgeschworenen. Gut, das war aber nicht alles, was wir jetzt in der Infanterie, der Nahkampfinfanterie noch mitnehmen werden. Wir nehmen noch drei keltische Krieger als Reserve mit. Und selbst auch nochmal drei thrakischen Kriegern, die dann mit unterstützen sollen. So, Speerinfanterie. Drei Einheiten haben wir zur Auswahl. Wir haben die Freien Heerbanner, die keltischen Stammeskrieger und die Speerkrieger. Die Freien Heerbanner sind die günstigsten Speerträger von den Kelten. Sind sehr gut. Nahkampfabwehr ist okay. Rüstung ist okay. Diese Einheit ist eigentlich deren Stärke durch den Speerwurf vorher. Vor dem Ansturm macht immer extrem viel Schaden gegen Schockkavallerie. Und im langanhaltenden Nahkampf sind Freie Heerbanner auch sehr, sehr böse. Deswegen lohnen die sich auch gegen Kavallerie im Bereich dann auch ein paar mitzunehmen. Wie zum Beispiel vier Stück, was wir heute tun werden. So, die Stammeskrieger, die keltischen Stammeskrieger natürlich. Was soll ich zu denen sagen? Die sind eigentlich absolut kacke. Also es gibt nichts Beschisseneres. Vergleicht es mal mit den Freien Heerbannern und euch fällt bestimmt auf, dass bis auf den Waffenschaden wirklich alles bei den Freien Heerbannern besser ist. Selbst die Moral. Und sie kostet 70 mehr. Also diese Einheit ist einfach nur Schwachsinn, die braucht man nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Diese Einheit ist nutzlos. Braucht ihr nicht einsetzen. Also das ist so die... Wenn es einen Preis geben müsste für eine Einheit mit der höchsten Nutzlosigkeit, würde nicht die Citizen Cavalry, also die Bürgerkavallerie das bekommen, nein. Auch nicht die auserwählten Peltasten, nein. Sondern die keltischen Stammeskrieger, weil sie absolut nutzlos sind zurzeit. Das ist das Problem bei denen. Deswegen bräuchte ich sie, glaube ich, nicht mehr erzählen. Die Speerkrieger werden oft unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Viele Leute wissen gar nicht das Potenzial dieser Einheit zu schätzen. Ich vergleiche die Speerkrieger mal liebevoll mit den barbarischen Toreos-Speeren. Denn wir zahlen etwa gleich viel und haben ähnliche Nahkampf-Stats, vergleichbar. Haben zwar kein Quadrat, haben aber für alternativ die Kavallerie-Gegentaktik. Das heißt also, wir haben eine offensivere Version von den Toreos-Speeren. Die können auch Speere werfen, auch nicht auf eine 80er-Range, aber immerhin auf kurzer Distanz. Und diese Einheit lohnt sich halt speziell, wenn ich die Kavallerie richtig vernichten möchte, innerhalb von kürzester Zeit. Dafür kann man die einsetzen, dafür ist sie effektiv und dafür kann ich sie euch auch nur empfehlen. Kommen wir zur Geschossinfanterie. Da haben wir nochmal drei Einheiten zur Auswahl, und zwar keltische Steinschleuderer, keltische Plänkler und thrakische Söldnerfeldtasten. Die hatten wir letzte Folge schon mal als normale Einheit gehabt. Da möchte ich nochmal anmerken, die Gewichtsklasse ist hier sehr leicht, die Geschossinfanterie, und bei den Thrakern sind es sehr schwere Geschossinfanterie. Gut, kommen wir zu den keltischen Steinschleuderern. Was kann ich euch zu denen erzählen? Rüstungstechnisch sind die von der Preisklasse her sogar mit weiter vorne. Gibt nur wenig Einheiten, die da mithalten können. Generell ist diese Einheit aber eher durchschnittlich, sie ist nichts Besonderes, ist gut, um weibliche Bogenschützen aufzureiben, die keine Rüstung haben, also gewöhnliche Bogenschützen, keltische Bogenschützen, gallische Jäger, parthische Bogenschützen, persische leichte Bogenschützen, nubische Bogenschützen, östliche Bogenschützen, also all sowas, dagegen sind die gut, auch Steppenbogenschützen übrigens, aber gegen Einheiten, die eine Rüstung haben, sieht es ja schwierig aus, wie syrische schwere Bogenschützen oder Chimera oder doch, also eigentlich am schlimmsten sieht es dann gegen die syrischen aus, da haben sie die schlechtesten Karten, hingegen, die anderen sieht auch nicht gut aus. Aber gut, trotzdem eine solide Einheit, um Fernkämpfer zu vertreiben. Keltische Plänkler sind vergleichbar mit gewöhnlichen Peltasten in schlecht. Wir haben schlechtere Nahkampfstats und haben aber ähnliche Rüstungs-, also auch schlechte Rüstung haben wir, ja. Wir haben aber einen relativ guten Schild, was für barbarische Kelten eher ein Seltenheitswert ist.
Und wir haben dann auch noch brennende Beschuss. Also dieses unsere Wahl, wenn wir jetzt gegen Elefanten uns wehren wollen, mehr haben wir da eigentlich auch nicht. Dieser Land ist aber nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Und man kann sie einsetzen, ist eine günstige Alternative zu den tragischen Sendenfeldtasten. Und ist auch eher ein Bedrängnisfaktor als ein Tötungsfaktor. Also diese Einheit bedrängt den Feind mehr, als dass er Tötung macht. Das heißt also, auch wenn sie am Ende der Schlacht vielleicht nur 10 Einheiten, also 10 Männer gekillt hat, kann sie trotzdem gut gewesen sein, weil sie Gegner abgelenkt hat, damit eine andere Einheit von euch 200 Kills machen kann. Also so muss man es auch von der Seite betrachten. Die ist eher ein Ablenkungsfaktor. Hingegen die tragischen Söldnerfeldtasten sind eine richtige Tötungsmaschine. Mit einem Geschossschaden von 41 und einem schnellen Nachladen als Funktion können die Einheiten innerhalb von kürzester Zeit, unter einer Minute, können die mal eben ganzen Trupp vernichten damit. Und das ist dann schon ordentlich biestig und dann können sie auch noch im Nahkampf unterstützen. Weniger gut als die Thraker, also die Odrysen das können, aber sie können es. Und deswegen ist es mit der Einheit, wenn man die einsetzt, echt böse. Wird aber bei Tylis selten gesehen, weil es einfach bessere Sachen gibt als die Fernkämpfer, die sie haben. Kommen wir zur Nahkampfkavallerie. Da haben wir zwei Einheiten zur Auswahl: leichte Kavallerie und keltische Adelsreiter. Also ein sehr großes Preis-Leistungs-Gefälle, kann man sagen. Denn wir haben hier eine günstige Einheit, die eine gute Leistung verspricht, und eine teure Einheit, die eine gute Leistung verspricht. Aber gut, zur leichten Kavallerie. Sehr, sehr anfällig für Fernkampf. Sieht man allein in der Rüstung, dass wir nun einen Schildwert von 5 haben und einen Grundwert von 10. Wir haben dafür aber einen Nahkampfangriff von 42 und einen Nahkampfabwehr von 56. Das lässt sich echt sehen. Also kann sich echt sehen lassen, und nicht viele Einheiten dieser Gewichtsklasse können das. Also vergleichbare Einheiten sind die marsilianische Kavallerie und auch die iberische Kavallerie. Dafür haben die andere Defizite wieder. Oder sind teurer. Also schlichtweg sind sie beide sogar teurer. Diese Einheit ist daher wirklich eine sehr gute Support-Einheit und auch sehr gut, um leichte Einheiten auszuschalten, speziell Bogenschützen, da die Funktion rasender Angriff das Ganze nochmal ein bisschen unterstützen. Den Sturmangriffsbonus von 39, der übrigens auch nicht schlecht ist, nochmal erhöhen kann auf einen 50er Wert, glaube ich so. 40er Wert, 50er Wert, irgendwie sowas. Deswegen ist die Einheit super, um feindliche leichte Einheiten aufzureiben. Kommen wir nochmal zu den keltischen Adelsreitern. Die hatten vorhin schon mal leicht angekratzt quasi. Sehr guter Nahkampfangriff, sehr gute Nahkampfabwehr, sehr gut, sehr, sehr guter Sturmangriffsbonus und Rüstung und Gesundheit top und Moral top. Es ist echt ein Tank unter den Nahkampfkavalleristen. Es gibt nur wenig Einheiten, die mithalten können. Meines Erachtens sogar unter den Nahkampfkavalleristen müsste diese Einheit sogar einer der besten sein, was aber nicht zu heißen hat. Das kommt immer darauf an, wie man die einsetzt, und Nahkampfkavallerie setzt man anders ein als Kataphrakte zum Beispiel. So können Kataphrakte auch Adelsreiter vernichten, also so ist es nicht. Oder können auch andere Völker, wie zum Beispiel die Sarmaten, das auch gut ausnutzen, da sie zum Beispiel die Fähigkeit Draco haben. Also, es ist, eine, also die Sarmaten, sag ich schon, Roxolan meine ich damit. Deswegen ist diese Einheit nicht die beste Einheit, aber sie hat Potenzial dazu, eine zu sein. Und würde ich euch empfehlen, wenn ihr das Geld locker habt, auch mal ruhig einmal, zweimal mitzunehmen. Mehr sollte man aber nicht mitnehmen. Kommen wir abschließend nochmal zur Geschosskavallerie, und ich glaube, ihr ahnt schon, worauf es hinausläuft. Wir haben zwei Einheiten zur Auswahl: die tragische Söldnerkavallerie und die plündernden Reiter. Was kann ich euch zu den jeweiligen erzählen? Die tragische Söldnerkavallerie ist im Vergleich zum Original weniger nahkampfstark und deswegen auch mehr anfällig für den Nahkampf. Ist aber trotzdem vom Plänkeln immer noch eine ganz gute Einheit, solide. Kostet 450, das ist ein bisschen teuer dafür, dass sie nicht so viel kann, aber man kann mit leben. Es gibt Plänkler-Kavalleristen, die kosten nur minimal weniger und können genauso viel. Aber das ist halt so ein Problem, dass die halt nicht so die beste ist und relativ viel kostet. Man muss aber sagen, die Rüstung ist dafür nicht ohne, und das kann auch wieder den Preis gerechtfertigen, denn 40er Wert in der Rüstung, 30 durch Schild, ist schon echt, echt nicht wenig. Deswegen ist die Einheit auch eigentlich, hat so gute Chancen, um sich gegen feindliche Plänkler-Kavallerie zu wehren. Oder auch gegen berittene Bogenschützen. Da hält sie ein bisschen besser Stand als andere. Ist aber dafür wirklich nur eine reine Support-Einheit, wie auch die plündernden Reiter. Unterschied aber zu allen anderen Kavalleristen, die wir bis jetzt hatten, sind die noch nahkampftauglicher auch als die Originale der Söldnerkavallerie von den thrakischen Kavalleristen und sind perfekt dafür da, um Leichteinheiten aufzureiben durch Nahkampf und Kavallerie zu bedrängen oder auch auszuschalten durch Fernkampf. Heißt also, mit plündernden Reitern könnt ihr euch ruf mal auf Kataphrakte schmeißen. Das macht Spaß, das können die. Und wir haben trotzdem die Fähigkeit, auch leichte Einheiten auszuschalten wie Bogenschützen oder Steinschleuderer oder auch Elite-Bogenschützen. Also diese Einheit ist deswegen immer noch ziemlich stark und wird deswegen halt der leichten Kavallerie meist vorgezogen und den keltischen Adelsreitern, weil die wichtigsten Sachen schafft sie. Sie kann Elite-Einheiten fertig machen und sie kann Leichteinheiten fertig machen. Sie ist dann dazu noch schnell, also nur ultimative Kombo. Ist aber schwieriger zu spielen als keltische Adelsreiter oder leichte Kavallerie. Das kommt dazu. Aber sie kann das beides kombinieren, was jeweils eine Einheit nur kann. Und wir zahlen dafür fast den Preis von leichten Kavallerie. Gut, davon nehmen wir jetzt aber auch drei Stück mit.
Jetzt haben wir noch 100 Dinare übrig und die poppen jetzt einfach irgendwo ins Geld rein, wo es sich lohnt. Ich mache sowas vorzugsweise mit den leichten Einheiten, weil die dann signifikanter stärker werden. Wir sehen jetzt hier keltische Krieger und thrakische Krieger geben genau das Geld aus, dann von 100 Dinare auf 0. Deswegen haben wir es perfekt ausgegeben und das passt auch. Gut, kommen wir zur Aufstellung. Gerade bei diesen Builds ist die Aufstellung eher so weniger das Komplizierte, weil hier geht's, bei dieser Armee geht's nur um die Linie. Wenn die Linie kämpft und nicht gestört wird, sagen wir so, dann gewinnst du den Kampf. Das steht fest. Also wir müssen nur verhindern, dass die Linie eigentlich attackiert wird. Heißt also, wir haben eine super, super gute Linie, die fast alles vernichten kann. Wirklich fast alles. Das ist so ein extremer Vorteil. So. Stellen wir hier mal auf, bitte. Wie stellen wir die jetzt auf? Ich stelle die Eidgeschworenen nicht wirklich gerne die Flanken, weil die sofort ins Fokus der Kavallerie kommen. Deswegen setzen wir es immer leicht nach innen ein bisschen und pushen trotzdem alle Einheiten mit der Moral. Heißt also, auch die Stammeskrieger halten ein bisschen länger durch, was eine geile Sache ist. So, auf der 2 kommt unser General, der steht dann einfach zentral dahinter. Auch möglichst breit, der kann ruhig im Nahkampf unterstützen, wenn es benötigt wird. Und der pusht wirklich jetzt nochmal die Reste der Einheiten. Und da ich das jetzt hier zentral steht, können wir den neuen Aufschwung nutzen, um die Einheiten, die Kopfgeldjagd benutzt haben, sofort wieder aufzufrischen. So, kommen wir zum nächsten Teil. Zu unseren Reserveeinheiten. Die keltischen Krieger behalten einfach mal auch hinterm General. Selbst auch für die thrakischen Krieger. Wichtig ist aber, dass ihr die thrakischen Krieger immer fernhalten müsst vom feindlichen Beschuss durch Fernkampf. Also passt da ruhig mal ein bisschen auf. So, an die Flanken kommen unsere Stammeskrieger. Die müssen aber nicht wirklich weit rausgestellt werden. Das Bild braucht nicht breit zu sein, weil wir so viele Einheiten haben, um unsere Linie zu schützen, dass wir da auch keine Probleme haben eigentlich in der Regel. Ich würde sogar hier eher davor warnen, sich wirklich breit aufzustellen, als man ohnehin die Linie schon hat, denn die Linie ist das, was wir beschützen wollen. So, und die plündernden Reiter könnt ihr jetzt verteilen, wie ihr wollt. Ihr könnt einen nach hier stellen, einen nach da und einen nach hier. Das ist vollkommen egal. Oder auch alle auf eine Flanke oder zwei auf eine Flanke. Das könnt ihr euch aussuchen. Wir machen es jetzt einfach mal so, weil es schöner aussieht, weil es symmetrisch ist. Aber gut, wie ist der Plan? Infanterie in Nahkampf bringen. Davor verhindern, dass der Feind die Flanken bricht. Und die Kavallerie dann hindern, rein zu chargen mit den freien Heerbannern hier. Also, da, die kümmern sich darum, die Kavallerie zu beschäftigen. Die Infanterie, die ihr habt, könnten die Flanken abschirmen. Und den Rest macht die Infanterie eigentlich alleine. Das ist ja das Lustige, die ist so stark. Ihr aktiviert so oft wie möglich Kopfgeldjagd bei den beiden Eidgeschworenen hier hinten. Und mit dem General frischt ihr einfach immer mal durch einen neuen Aufschwung auf. Vielleicht könnt ihr genau zwei Eidgeschworenen auch immer beschäftigen. Und wenn irgendwo was bricht, schickt ihr erstmal eure Eidgeschworenen, den General, hinterher. Der sorgt eigentlich dafür, dass die Linie, der Teil der Linie sogar danach den Kampf noch deutlicher gewinnt, als er verlieren würde. Und falls es noch weiter bröckelt und rummurks, könnt ihr auch noch hier von Infanteristen reinschicken. Aber eigentlich sollten die sich mehr darum kümmern, feindliche Speerträger abzuwehren oder Kavallerie, die im Nahkampf irgendwo rumschwirrt. Und das ist dann dazu da. Mit den Plünderern sollt ihr eigentlich schon die Kavallerie, also den Feind bedrängen oder die Kavallerie gezielt ausschalten. Denn Kavallerie ist euer größter Feind bei diesem Bild. Also passt da gut auf. So, ich zeige euch jetzt mal die ganzen Einheiten. Da fangen wir mal an mit den Stammeskriegern. Die sehen wir hier. Da sieht man ja auch schon, dass sie dick gepanzert sind. Das ist ja echt... Da ist ein 90er, 95er Wert dahinter, Leute. Mehr als die Römer haben sogar. Die Eidgeschworenen sehen so aus. Selbst die haben eine schlechte Rüstung. Die haben nämlich nur ein Kettenhemd und keinen Schuppenpanzer. Ist schon ordentliche Ansage. Dann die keltischen Krieger kämpfen natürlich traditionell ganz nackt fast. Also fast ganz nackt, sehen wir hier. Oberkörper frei. Die thrakischen Krieger hingegen stehen dann doch eher auf leichte Bekleidung. Oh, es irritiert schon fast, wenn die da... Aber gut, die stehen doch eher auf leichte Bekleidung und viel Beinfreiheit. Deswegen sehen wir da so einen kleinen Rock zum Schluss, aber eher leichter gepanzert. Die freien Heerbanner sind wieder so ein traditionellen Leute. Die kämpfen wieder fast nackt, wir sehen es ja hier. Das ist einfach Tradition hier im hohen Norden. Ja, eigentlich ist es nicht hoher Norden, aber gut. So, und die plündernden Reiter haben wir hier drüben. Die sind dann hier doch ein bisschen bekleideter. Und haben auch einen guten Rüstungswert von 45, den man auch nicht vernachlässigen darf, aber gut. Das war's dann heute mal zu dem Nations Guide mit Thylis. Ich hoffe, er hat euch geholfen. Wenn ja, schreibt doch mal rein, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Ob da irgendwie Verbesserungsbedarf ist, wenn ja, macht Vorschläge am besten. Und auch eure persönliche Erfahrung, wo ihr Stärken und Schwächen seht, schreibt die mal ruhig unten in die Kommentare rein. Des Weiteren würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und ein Abo, wenn euch dieses Video gefallen hat, denn dann, Leute, weiß ich, was euch gefällt und ich kann auch darauf reagieren. Noch viel mehr würde mir am Herzen liegen, wenn ihr auch konstruktiv eure Kritik mal ein bisschen offenbart, denn, Leute,
Nicht jedes Video ist perfekt und ich möchte aber diesem Status immer näher kommen. Also geht das nur mit eurer Hilfe, indem ihr mir sagt, was nicht passt. Und ich gucke mir das dann an und dann schauen wir mal. Hoffentlich klappt das dann auch. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns nächste Woche Samstag mit der, wow, mittlerweile schon 30. Folge von den Total War Rome 2 Nations Guides. Und wir nähern uns langsam dem Ende. Ich freue mich drauf. Nächste Woche Samstag, 16 Uhr. Ciao, bis zum nächsten Mal.